So, das war im Prinzip Seriensteuergerät. Seriensteuergerät ist immer wichtig in den Autos, wenn das Auto hinterher weiterhin auf der Straße fahren soll. Weil eine AU kann man nur machen oder konnte man und wird man auch in Zukunft nur machen können, wenn das Fahrzeug OBD-fähig ist. Das heißt, AU-Computer kommt an die OBD-Schnittstelle und muss dann Daten aus dem Steuergerät auslesen können. Das können die meisten Motorsportsteuergeräte nicht. Selbst ein Seifex kann das nicht. Noch nicht. Ich hoffe, die werden es irgendwann mal nachrüsten, weil dadurch sind die eben echte Motorsportsteuergeräte und eigentlich für den Alltag und den Straßenverkehr und Straßenverkehrszulassungsordnung nicht erlaubt. Was schade ist, weil man zum Teil mit Motorsportsteuergeräten eben viel, viel mehr machen kann. Die haben eben Funktionen, die man im Straßenauto normalerweise nicht braucht. Also zum Beispiel gleich ein fest einprogrammiertes Flatshift, Powershift oder unterschiedliche Benzinqualitäten, die ich über einen Wahlschalter einfach anwählen kann. Das heißt, ich fahre den einen Tag mit 98 Oktan, ich fahre den nächsten Tag mit 102 Oktan. Wenn ich ein Event fahre, fahre ich mit E85. Und wenn ich eine Mischung habe, wird es auch noch erkannt, weil ich habe auch noch einen Benzinqualitätssensor in der Benzinleitung, der direkt das Verhältnis erkennen kann und dann sagt, ich passe jetzt Zündung und alles, wie es programmiert ist und Gemisch direkt auf das entsprechende Gemisch an. Zum Beispiel, tolle Funktion. Oder man fährt damit bis zu 12 unterschiedliche Leistungsstufen. Ja, mit Ladedrücken und so weiter, was man eben alles umstellen kann. Mal mit Knallen, mal ohne Knallen und so weiter. Hat also unglaubliche Möglichkeiten. Hat auch zum Teil noch viel bessere Sicherheitsfunktionen als ein Seriensteuergerät. Speziell in Bezug auf Gemisch und solche Sachen. Klingeln, Klopfen, alles noch viel feinfühliger und besser. Und man hat auch in den meisten Fällen auch noch eine Traktionskontrolle mit drin, die in den Serienautos zwar inzwischen auch sehr gut ist, aber wenn man an 996 Turbo, 997 Turbo denkt, da war das ja noch, war die Traktionskontrolle ja eigentlich, eigentlich unfahrbar. Ja, gab jedes Mal so einen Schlag, weil die Leistung komplett weggenommen wurde, da wurde nichts geregelt, da wurde erst hinten gebremst und wenn es nicht reichte, wurde einfach die Drosselklappe zugemacht. Das ist ja nicht das, was inzwischen Stand der Technik ist, ne? Und inzwischen läuft das eben auch für 996 oder 997, zum Beispiel mit dem Seifex-Motorsteuergerät, eben über ganz feinfühlige Motormanagement-Eingriffe, die man überhaupt nicht mehr merkt. Und die dann eben möglich machen, dass man mit einem Biturbo GT3 mit 1200 PS aus dem ersten Gang mit vollem Ladedruck, zumindest programmiertem vollen Ladedruck, aus dem Stand ohne Traktionsverlust sofort so volles Rohr anfahren kann. Weil eben Seifex alles sofort runter, weg, regelt, genau bis zu der Traktionsgrenze oder bis zu dem programmierten Schlupf, den wir zulassen. Und dann fährt man wie an einer Schnur gezogen, wie abgeschossen, los, selbst mit einem Zweiradantrieb, ohne dass man irgendwie einen Schlenker hinlegt oder Angst haben muss, es dreht so lange durch, dass ich rechtwinklig abbiege. Also gibt da ganz tolle Möglichkeiten, auch alles Elektrik, Elektronik, ganz großer Part von uns und machen wir unglaublich viele Autos auch. Gerade die ganzen Eventautos fahren fast alle mit dem Seifex-Steuergerät, was aus meiner Sicht zurzeit das Beste am Markt ist für Porsche. Ja, haben wir top Erfahrungen mitgemacht, haben wir viel Spaß dran und naja, viel gelernt, können wir glaube ich auch eine ganze Menge mit. Wollte ich eigentlich zum Ausdruck bringen, dass Elektronik in den Autos unglaublich wichtig ist, weil ohne eine angepasste Elektronik hilft uns der beste 4,1 Liter Metzger, so wie im Salvatore oder in unserem zweiten Beschleunigungsrennauto drin ist, nichts, wenn nicht alles angepasst ist. Ja, und die ganze Entwicklung, um das Know-how zu haben und zu wissen, was passe ich wie an, damit alle Komponenten maximal ausgelastet werden und nicht überlastet werden und dann auch die maximale Leistung und das Drehmoment bei rauskommen, das ist eben viel Erfahrung und Können. Und das wird immer schwieriger. Aber bisher beherrschen wir es. Wie erkennt ein Kunde, ob er jetzt bei uns oder bei einem anderen Tuner die Software gekauft hat, dass die Software gut ist? Woran erkenne ich, dass die Software gut ist? Also zum einen, für mich eben ganz wichtig, fährt sie das Auto eigentlich wie ein Serienauto? Oder muss ich eine spezielle Fahrerlizenz dafür machen, um es überhaupt bewegen zu können? Das heißt also, sag mal, das Ding ruckelt, fährt nicht richtig an. Wenn ich das Gaspedal nur ein bisschen berühre, kann ich eine Drehzahl von 1200, 1500, 1800, 2000, kann ich das einfach übers Gaspedal wirklich bedienen? Oder springt der immer nur hin und her, obwohl ich mein Gaspedal festhalte? Dann stimmen da diverse Sachen nicht drin. Ja? Oder
Wenn ich ein Serienauto habe und auf einmal habe ich da 2 bar Ladedruck drauf und sage, boah, jetzt geht's aber hier richtig vorwärts, dann wäre ich erstmal generell vorsichtig, ob da vielleicht einer übertrieben hat oder einfach nur alles ausgeschaltet hat, um zwar eine Top-Leistung hinzukriegen, aber sich gar keine Gedanken darüber gemacht hat, können die Komponenten das überhaupt vertragen. Wir haben schon zig Motoren gemacht, gerade 997.1 Turbos Metzger mit verbogenen Pleuelen, wo einer der Vorbesitzer oder auch vielleicht sogar der Kunde, der es zu uns gebracht hat, irgendeine Elektronik drauf hatte, die viel, viel zu viel Drehmoment, spezielle mittleren Drehzahlen abgeliefert hat, weil das war mit den VTG-Turboladern eben ganz einfach möglich. Da hat so ein Ding angetreten mit 1,6 bar bei knapp über 3000 Umdrehungen, dann sind das über 1000 Newtonmeter und der eine oder andere von euch hat schon in anderen Videos mitgekriegt, so ein Metzger-Turbo kann eben serienmäßig nur 850 dauerhaft in allen Drehzahlen. Ja, wenn man das dauerhaft übertreibt, dann sind irgendwann die Pleuel krumm. Da hat man Glück, wenn sie nur krumm sind. Wenn sie ganz krumm werden, gehen die Lager kaputt. Oder sie brechen und ein Pleuel reißt ab und dann ist kapitalster Motorschaden. Also die Folgen sind oft sehr groß von falschen Programmierungen. Also das ist es immer wichtig, das Zusammenspiel zwischen Mechanik und Elektronik. Weil natürlich ist für den Elektroniker der Reiz groß. Ich reiz jetzt mal alles voll aus. Ja, so ein, bin wieder beim 997.1 Turbo mit VTG. Der kann mit Serienladern 2 bar fahren. Gar kein Thema. Kann ich jedem programmieren. Hält aber eben nur 1 oder 2 Probefahrten, dann ist alles im Motor kaputt. Und die Versuchung ist eben groß. Man kann ganz viel machen, muss aber immer im Hinterkopf haben, vielleicht kann der Motor doch nicht so viel. Und dazu muss man eben beide Seiten gut kennen. Man muss die Elektronik kennen und man muss den Motor an sich kennen. Die Mechanik, man muss vielleicht auch schon ein paar zerlegt und repariert haben, um selber zu wissen, wo sind die Grenzen, wo waren die Grenzen, was überschreite ich auf keinen Fall. Ja, und das ist eigentlich auch eine der Herausforderungen. Eigentlich ein dauerhaftes Beschränken, mach mal lieber nicht zu viel. Ja, daran könnte man es erkennen, wenn eben zu viel Ladedruck drin ist. Tja, wenn die Auspuffendrohre ständig pechschwarz sind und es qualmt nur hinten raus, dann wird es auch nicht richtig sein, weil da passt das Gemisch nicht. Ja, oder das Auto hat zwar 1,4 bar Ladedruck, wo er vorher nur 0,8 hatte, ist aber trotzdem kaum schneller. Wird auch irgendwas nicht stimmen. Ne? Letztendlich, wenn man sein Auto vor Umprogrammierung gut kannte und hinterher irgendwas einem komisch vorkommt, dann ist mit Sicherheit was nicht in Ordnung. Ja, und mit den versprochenen Leistungen ist oft auch nicht so ganz weit her, speziell bei Saugmotoren, aber da machen wir ja nicht so viele. Bei den Turbos ist Leistung normalerweise relativ einfach zu machen, auch relativ große Sprünge, selbst schon bei Serienautos. Trotzdem passt das oft nicht so ganz, was verkauft wird und was dann hinterher auch wirklich drin ist. Auch da muss man ein bisschen aufpassen. Ist natürlich schwierig, das dann auch rauszukriegen. Was eigentlich immer am besten funktioniert, ist eine gute GPS-Messung 100-200 mit einer Driftbox oder was ähnlichem. Ja, vorher messen das Auto, hinterher messen, dann weiß man, wie viel besser es geht. Und ich kann nur empfehlen, am allerbesten in einem Gang ohne Schaltvorgang. Weil, Beispiel, ich habe nur noch einen 7 GT2 RS. Den könnte ich, um von 100 auf 200 zu fahren, zweiter, dritter, vierter Gang fahren. Dann wäre ich immer nur in der ganz hohen Drehzahl und könnte quasi eigentlich nur den Motorlauf in der hohen Drehzahl bewerten. Hätte zwar ein vernünftiges Ergebnis, 100 auf 200, was auch ziemlich zügig ist, auch mit einem guten Programm. Ich kann das Gleiche auch machen, hätte aber auch 2 Schaltvorgänge drin, wo man nie weiß, wie schnell ist man nur beim Schalten. Oder ich mache es im dritten und vierten. Dann habe ich zumindest im dritten auch schon mal ein Turbolader-Ansprechverhalten mit dabei, weil er geht ja auch schon relativ hoch. Oder ich mache es einfach nur im vierten. Wenn ich im vierten Gang durchfahre, dann habe ich bei 100 ja, knapp über 3000 Umdrehungen. Vielleicht 3,5, nicht ganz. Und bei 200 habe ich irgendwas 6000, 6,5, 6,8, keine Ahnung, ich weiß nicht ganz genau. Aber ich habe im Prinzip das komplette Drehzahlband des Motors mit erfasst. Das heißt, wie spricht der Lader an, wie ist mein Drehmomentverlauf, wie ist meine Spitzenleistung, wenn ich es im vierten Gang einfach ganz durchmesse auf der Straße. Die Beschleunigungszeit ist zwar vielleicht vom reinen Zeitwert her nicht die beste, aber sie ist mit Abstand am besten zu vergleichen, weil kein Schaltvorgang und ich kann einfach bei 70 den vierten Gang reinmachen,
fahre durch bis 220, 230, bis eben Drehzahlbegrenzer ist, vierter Gang, ja, und habe eine Topmessung 100 auf 200, die ich immer astrein reproduzieren kann. Und ich habe eben den kompletten Drehmoment und Leistungsverlauf des Motors dabei. So würde ich vom gleichen Form umprogrammieren, also Originalmotor und dann geänderter Motor. Dann habe ich einen Topwert, dann kann ich was vergleichen. Ja, das wäre das, was mir dazu einfällt. Und letztendlich zu einem unabhängigen Prüfstand fahren geht auch immer. Aber am besten einer, der wenig mit der Materie zu tun hat, der nicht irgendwie einen Mitbewerber in die Ferne hauen will, der Erfahrung trotzdem mit dem Auto hat, damit man nicht ganz daneben liegt. Weil ein Porsche ist ja immer ein bisschen schwierig zu messen auf dem Prüfstand mit dem Motor hinten, mit der Kühlung hinten, vielleicht noch mit dem Allradantrieb, mit einer gekoppelten Rolle und so weiter. Bei den modernen Autos mit einem ESP-Abschaltgerät, mit einem Dummy oder mit einem Tester, damit die Autos auch, obwohl sie nicht rollen, erkennen, dass volle Leistung abgerufen werden soll. Aber es ist wieder ein anderes Thema, Leistungsprüfstand. Also das Beste, und so machen wir es eigentlich auch bei den meisten Autos, wir vergleichen auf der Straße vorher, hinterher, GPS-Messung, vierter Gang, 100 auf 200. Das ist top. Ja, ich glaube, ich wäre jetzt durch mit meinem Latein zur Elektronik. Wenn ihr Fragen habt, gerne melden, unbedingt liken. Und auf jeden Fall wieder einschalten. Und dann würde ich jetzt sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.